Los, Leute. Türchen. Türchen. Türchen 8. Los, öffnen. Jetzt. You woman? It's 8:15 a.m. It's 18-year-old Scott. If you want a promotion, you gotta earn it. Did I tell you that Parkin tricked me into having a drink at 8 o'clock this morning? Unless your boss isn't sexually harassing you. See if this thing's working. Oh! I can make out our little friend right there. Stop it. Ooh, Shabbat Shalom. Somebody's circumcised. You know, yours doesn't sound that bad. We need to trim some of the fat. What do you mean by trim the fat? I want you to fire the fat people. You can start with large Marge. Marge, can you come in here, please? What? I thought he was going to give you a promotion. Yeah, no, he is. I have decided who I want to be our new vice president of sales. Me. What do you say? Nick, please, we're in the middle of a meeting. Sorry. That's all right. I'll just attribute this to your drinking problem. You would have to admit our lives would be easier if our bosses weren't alive. You can fire Professor Xavier. You mean Hank? Creeps me out, rolling around all day in his special little secret chair. I don't care how bad our bosses are. We're not murderers. This little sweetheart right here? My fiancé. Is gonna get a peek at my little photo album. You did all this while I was unconscious? That's my favorite. I'm in! Let's kill this bitch! We gotta hire a professional. Does anyone here kill people for money? I'm gonna be your murder consultant. Word. You wanna pull off a brilliant murder? It's gotta look like it's an accident. You gotta be smart. It's gotta be worth, what, 15,000? I feel like everything's gonna work out. Look how fast I'm picking out this crap, you know? I'm moving like super fast. I can't even feel my nose. Find them vulnerable. Peanuts? That was a peanut butter sandwich. Are you not good with peanuts? Whoa. Look at this. What about little jabs? Little jabs? My boss, who we're planning to kill, is dying in front of you and you saved his life? Well, that sounds bad when you say it like that. I was surveilling your boss. She's incredibly hot. Don't talk about how hot she is. She makes herself a little snack, a popsicle, a banana, and finally, a hot dog. And eating them in that weird order, that's not a proper meal. It's cold to hot. I can crush you anytime I want. Explain why you're doing 61 in a 25 zone. I was drag racing. In a Prius. I don't win a lot. Türchen 8. Warum mache ich das hier eigentlich gerade? Türchen 8 ist eine Komödie. Ich setze mich mal einfach wieder auf den Stuhl und mache es mir bequem. Weil, sonst ist Quatsch. Türchen 8 ist eine Komödie. Eine meiner Lieblingskomödien tatsächlich sogar, weil ich liebe Fäkalhumor. Ich mag Filme mit einem guten Gespür für Timing und für ein gutes Gespür für Fäkalhumor. Ich liebe Clerks 2. Ich mag auch, ich habe ihn letztens nochmal gesehen, ich mag auch den neuen Vacation-Film. Ich mag so eine Dinger. Und deswegen reden wir über Horrible Bosses, beziehungsweise Kill the Boss im Deutschen über drei Mitarbeiter. Einmal, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Jason Sudeikis, Charlie Day und Jason Bateman. Die drei sind beste Freunde in diesem Film und sie haben leider ein kleines gleiches Problem. Sie haben Chef, beziehungsweise Bosse, die ziemlich beschissen sind. Die eine von Charlie Day ist eine Sexistin, die beziehungsweise nicht Sexistin, sondern eine sexsüchtige Nymphomanin, die ganze Zeit versucht, ihn um den Finger zu wickeln. Der von Jason Sudeikis ist ein Kokskopf, der einfach sich die ganze Zeit im Mittelpunkt sieht. Und von Jason Bateman ist der Chef Kevin Spacey. Und niemand möchte Kevin Spacey als Chef haben. Und das ist im Grunde die große Geschichte in diesem Film. Eigentlich wollen sie dann irgendwann ihre Bosse umbringen. Und, und da treffen sie sich dann unter anderem auch mit Motherfucker und all so ein Kram. Das ist die Geschichte. Ich mag diesen Film von vorne bis hinten. Ich finde den so witzig. Es gibt einen wunderbaren Gag mit dem Prius, der schmeißt mich immer weg. Ich mag generell die Charaktere, wie sie untereinander funktionieren, diesen Zusammenhalt, den sie auch miteinander haben. Dann mag ich die Bosse auch irgendwie, weil die alle so komplett krank sind und genau das liebe ich. Kevin Spacey spielt ein krankes Arschloch, was niemanden lieber hat als sich selber. Wer immer denkt, der immer denkt, dass seine Frau ihm fremd geht und der spielt einfach sich selber fast.
Eigentlich müsste er Leute in dem Film sexuell belästigen, weil dann würde er sich selber spielen. Aber nichtsdestotrotz ist das so genial. Auch Colin Farrell, der vermutlich nächstes Jahr den Oscar bekommen wird, oder Brendan Fraser, man weiß es nicht. Der spielt hier einen Kokskopf, der die ganze Zeit wach ist. Der ist die ganze Zeit on the edge. Der ist die ganze Zeit voll gekokst. Nennt Leute Sacknaht und möchte das Fett absägen. Das ist alles so knalle. Und dann noch Jennifer Aniston als sexsüchtige Zahnärztin ist einfach zum Brüllen, wenn sie dann einmal den kompletten Kühlschrank in einer ganz komischen Reihenfolge durch ist. Erst ein Würstchen, dann ein... Ach, ist egal. Und ich mag den Ton dieses Films. Ich mag diese Art der Charaktere untereinander, dass sie alle miteinander befreundet sind, dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass die befreundet sind. Und ich liebe alles an diesem Film. Das macht Spaß, das ist kurzweilig, das hat ein gutes Tempo, das hat ein gutes Timing, was Gags angeht. Und das ist immer das Wichtigste, dass die eine hohe Gagdichte haben, aber dass diese Gags auch ziehen und funktionieren. Und es gibt viele Komödien, wo das leider nicht funktioniert. Gerade bei Kevin Hart-Filmen ist das immer so ein Hit or Miss, beziehungsweise primär ein Miss bei dem. Und ich mag es, wenn es dann doch ein bisschen unter die Gürtellinie schlägt. Aber nicht zu sehr, sondern so, dass es am Ende immer noch wirklich witzig ist. Und ich liebe Horrible Bosses einfach. Ich finde ihn ganz toll. Ist auch besser als der zweite Teil. Deswegen gebe ich mal 8 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr vielleicht Horrible Bosses bzw. Killed the Boss schon gesehen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Morgen geht's weiter mit einer neuen Kritik und mit einem Türchen. Bis dahin, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Tschüss und bye.